Dechuka Sandala, meine Freunde. Heute möchte ich euch mal 5 barbarische Kriegersets vorstellen. Ja, wer kennt sie nicht? Die Krieger, groß, brutal, wütend, immer wütend, wirklich. Ja, und ich hatte mir dann überlegt, nach meinem Voodoo-Set noch für jede Klasse auf jeden Fall 5 Sets herzustellen und zu zeigen halt. Das ist nicht unbedingt immer etwas Besonderes, aber ich finde, Transmogs kann es nicht genug geben in World of Warcraft. Und es ist auch ein sehr entscheidender Punkt im Spiel, weil generell das Aussehen des Charakters den meisten Leuten ja natürlich gefällt und auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch ich farme gern Transmogs, deswegen habe ich euch jetzt mal 5 barbarische Kriegersets zusammengestellt. Und ja, dann fangen wir doch mal gleich mit dem ersten an. Das erste Kriegerset, das ich vorstellen möchte, erinnert einen sehr an die Eiserne Horde. Das liegt zu 90% daran, dass es auch von einem Set der Eisernen Horde stammt, nämlich vom Traditionsset der Magar-Orks. Ich habe das jetzt so hier zusammengebaut, die Schultern sind wahlweise austauschbar. Ich habe in diesem Fall halt die Garrosh-Schultern gemacht, weil ich mir so einen Garrosh-Verschnitt machen wollte. Ja, die Waffen sind auch wahlweise austauschbar. Aber das Set an sich besteht halt eigentlich aus dem Traditionsset der Magar-Orks, deswegen kann man das auch nur als Magar-Ork tragen. Aber es sieht sehr barbarisch und kriegerisch aus und deswegen, ja, wer auf sowas steht, für den ist das perfekte Set. Bei dem zweiten Kriegerset, das ich euch vorstellen möchte, hat man sich definitiv schon den Voodoo geholt. Denn es handelt sich dabei um das Set, das man eigentlich aus Zul Aman und Zul Gurub bekommt. Das Plattenset, ja, das sieht natürlich sehr trollisch aus, aber das habe ich mir gekauft bei dem NPC G Eras, der ist hier in Shadra zu finden, da wo ich es markiert habe, genau da. Das kostet gerade mal ein bisschen Gold, dann kann man das komplette Set kaufen, einfach so. Und ja, außer die Waffe ist natürlich wahlweise austauschbar, aber ich wollte hier so einen richtig schönen Darkspear haben, also so einen Dunkelspeer. Na gut, da müsste die Rüstung eigentlich anders da aussehen, aber ich sag mal so ein Troll mit einem Speer und das sieht cool aus und da habe ich mir gedacht, ja, das passt und gibt den Voodoo-mäßigen Eindruck. Ja. Das dritte Kriegerset, das ich vorstellen möchte, ist das Set, das man aus 25er Normal Eiskrone bekommt. Ich habe es noch ein bisschen aufgepeppt, mir haben die Schultern nicht so gut gefallen, deswegen habe ich mir die Schultern des zornerfüllten Gladiators geholt, welche man bei Xasi Schmauchpfeif im alten Dalaran in der Schattenseite kaufen kann. Im alten Dalaran. Nicht im neuen Dalaran, im alten, ja. Ja, das trägt mein alter Krieger Main, also mein alter Main, das war meine Celestia hier. Ja, die Waffen sind natürlich wieder wahlweise austauschbar und ja, das sieht kriegerisch gut aus. Ja, also nicht nur an der Blutelfe, weil es bauchfrei ist oder so, nein, das sieht eigentlich an jedem richtig krass aus. Also bei den Orks kommen mal die Schultern immer gut zum Einsatz und so. Deswegen, das Kriegerset ist halt so, wenn ihr auf so richtige Plattenträger steht, eigentlich genau das Richtige. Das vierte Kriegerset, das ich euch vorstellen möchte, droppt in der Schwarzfelsgießerei mythisch komplett. Ohne Scheiß, komplett, ja. Ich habe da kein einziges Teil ausgetauscht, ich habe nur den Helm weggelassen, weil ich Helme in World of Warcraft nicht so unglaublich arg mag, weil ich eher darauf achte, wie die Frisur beim Charakter aussieht. Deswegen, ja, mache ich beim 90% meiner Charaktere die Helme weg. Und ja, das Set ist halt dieses mit den Flammenradschultern und man sieht hier die großen Knüppel von Schwarzfaust mit dem halben Ofen vorne dran. Ja, die Streitkolben, die zweihändigen. Also das ist generell das Plattenset, wenn man bedrohlich aussehen möchte. Ja, ich meine, seht euch das an. Es brennt förmlich, ja. So hasserfüllt und zornerfüllt, wie der Krieger immer ist, da passt das ziemlich gut dazu. Ja, und ihr habt einen Ofen bei euch, also ihr könntet jederzeit einfach nur den Hammer auf den Boden legen und da ein richtig krasses Steak drauf braten. Das hat alles seine Vorteile, ne? Und das fünfte und letzte Set, das ich für den Krieger vorstellen möchte, ist das eidgebundene Set. Das ist jetzt in Anführungszeichen eigentlich nicht wirklich etwas Besonderes, aber ich finde, es sieht hordisch aus. Ich meine, überall sind Horde-Symbole. Ja, wer hätte gedacht, bei den Eidgebundenen schön in den Farben der Horde, beziehungsweise eher der eisernen Horde, wenn ich ehrlich bin. Es sieht so eisenhart aus, wie ein Krieger eigentlich nur sein kann. Deswegen kam das Set bei mir auf jeden Fall rein in diese kleine Vorstellung. Und ja, das droppt an den Kriegsfronten, beziehungsweise auch
im Arati-Hochland, glaube ich. Also die Teile davon, die Transmog-Teile komplett. Und ja, ich habe sie an dem Tauchen ausprobiert und es sieht stattlich, kriegerisch, brutal aus. Ja. So, und das war schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da. Zeigt es euren Freunden und ach ja, genau, denkt immer daran. Tromka!